Ali, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück in Skyrim hier aus Solzheim. Wir haben in der letzten Folge alle Steine gereinigt, sind dann zu Meister Lehnert gegangen, haben mit ihm ein bisschen gequatscht. Er will uns jetzt so einen nächsten schwarzen Buch führen, aber vorher habe ich noch ein paar Nebenquests angenommen. Die eine muss ich jetzt noch abschießen. Dafür müssen wir da rein. Wir müssen ein paar Pfahlwurzeln ertränken. Ich bin gleich hergegangen. Hätte ich nicht so lange gebraucht, die ganzen Pfahlwurzeln zu suchen. Andererseits wurde es mir auch bis eben noch nie angezeigt. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und verdammt soll er sein. Er übertreibt völlig. Ja, weil die drei durchnässten Pfahlwurzeln. Wirklich? Gut gemacht. Zwei behalte ich selbst. Nelod muss davon nichts wissen. Nehmt die letzte Pfahlwurzel und pflanzt sie in die Wand des verdorrten Hauses ein. Azura, erhelle euren Weg. Egal, ob er ein Hochmagier ist. So kann er mich nicht behandeln. Ich habe die durchnässte Pfahlwurzel eingepflanzt. Gut. Nun wird mich Nelod vielleicht nicht mehr damit belästigen. Ihr glaubt wahrscheinlich, dass ihr dafür bezahlt werden solltet, einer alten Frau zu helfen. Hier, nehmt sie. Ich kann euch später noch mehr verkaufen. Das ewigen Wargames? Stellt 100 Gesundheitspunkte wieder her, stellt 100 Magika wieder her und stellt 100 Punkte Ausdauer wieder her. Dura, erhelle euren Weg. So ein ziemlich mächtiger Trank. So. Dann suchen wir mal Nelod wieder auf. Ah, da hinten ist die Ruine schon. Thank you.
Ei. Au. Au. Warte, Inigo ist nicht da, oder? Das sah aus, als würde er durch die Wände geschlagen werden. Die Dwemer wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Das Buch befindet sich in dieser Kuppel. Ich muss uns die Tür aufschließen. Also los. Oh, no. Da wären wir in Jardak. Das Buch, nach dem wir suchen, ist in dieser Kuppel. Varona ist tot. Tot? Wie ärgerlich. Wie ist sie gestorben? Sieht nach einem Aschenbrotangriff aus. In letzter Zeit tauchen ja immer mehr von diesen Dingern auf. Dann werdet ihr mir wohl einen neuen Diener suchen müssen. Probiert es in Rabenfels. Dort verehren mich die Leute. Ich bin mir sicher, dass fast jeder gerne in meinen Diensten stehen würde. Ich bin mir fast sicher, keiner würde das gerne machen. Was für eine Art Person stellt ihr euch vor? Hervorragende Frage. Sobald es sich herumspricht, wird es eine Menge Interessenten geben. Jemand mit genialem Verstand, robustem Körperbau und blinden Gehorsam wäre ideal. Oh, und die Person muss wissen, wie man Tee zubereitet. Ulves verbessert ihn immer. Okay. Sollen wir dann mal weitermachen? Bei meinem letzten Besuch war dieser Ort verlassen. Sollen wir dann mal weitermachen? Ja, na. Diese Kontrollsockel scheinen es den Dwemern von Injada sehr angetan zu haben.
Zum Glück habe ich bei meinem letzten Besuch einen passenden Würfel gefunden. Als ich ging, habe ich diese Tür versiegelt, um ungebildetes Gesindel fernzuhalten. Lasst sie mich öffnen. Das Buch ist gleich darinnen. Okay, rausspringen hilft schon mal nicht. Es bringt nichts, glaub mir. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinen Händen. Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen, das ist leichter gesagt als getan. Zu den Kesseln geht es hier lang. Folgt mir. Enchardak, die Stadt der 100 Türme. Früher gab es dort das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerscher Ingenieurkunst. Und nun seht sie euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Die Pumpen arbeiten nur, wenn sich ein Würfel im Sockel befindet. Und leider habe ich nur einen. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bringt diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Ja, das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln in diesem Teil der Stadt an. Die meisten Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fluten zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges versank. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Sollten wir uns nicht eher auf die... Diese Tür sollte sich mit dem Kontrollwürfel öffnen lassen, den ich euch gab. Wir müssen immer noch diese Würfel finden. Wir müssen genug Kontrollwürfel finden. Habe ich das nicht schon beim Die Kessel. Wir brauchen insgesamt fünf Würfel. Ja, hast du eigentlich. Einen zur Steuerung der Pumpen in der großen Halle. Lasst uns diese Würfel finden und von hier verschwinden. Ich weiß nicht, wie überflutet das alles ist. Ich sage mal. I'll be right here. Wartet hier auf mich. Yes, my friend. Whistle if you need me, okay? Ich hoffe, die übrigen Würfel lassen sich auch so leicht finden. So wie ich die Dwemer kenne, glaube ich das aber kaum.
Was bei den Feuern des Boden gefährlich ist. Ei. Gewonnen. Dies müssen die großen Werkstätten von Enjardak sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend. In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Ein großer Teil der Dwemer-Armee, die in der Schlacht am Roten Berg gekämpft hat, muss von hier stammen. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir wohl den Wasserpegel senken. Ich glaube, diese Säulen aktivieren die Pumpen für diesen Raum, sofern sie noch funktionieren. Ah, gut. Jetzt sehen wir ja, ob wir einen Weg zu diesem nächsten Wurf finden. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Das hat irgendwie auch nicht.
Wo ist er jetzt eigentlich? Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob es funktioniert. Knopf hat nicht funktioniert, okay. Aber da ist er wieder, schön. Okay, da ist noch ein Würfel. Wir konzentrieren uns wohl besser darauf, wie wir die Tür an der Nordseite der Werkstatt aufbekommen. Dadurch geht es erstmal nicht auf. Geht es dadurch auf? Nee. Okay, ich stelle mich gerade wahrscheinlich ziemlich blöd an, aber ich stehe so ein bisschen auf den Schlauch. Ich glaube, ich werde darüber noch mal ein bisschen nachdenken müssen. Manchmal ist einfach gerade der Wurm drin und bei mir ist gerade der Wurm drin. Dann ist es besser, wenn ich jetzt hier an dem Punkt mal aufhöre und dann beim nächsten Mal weitermache. Bis dahin wünsche ich euch allen noch was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Bukak!